Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu A Pixel Road. Wir haben gerade erfolgreich unsere Fracht nach Straßburg gebracht und wir gucken jetzt mal zusammen, wo wir denn jetzt zusammen hinfahren können. Ich hätte was von Straßburg nach Lüttich und das ist auch das teuerste. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Straßburg-Lüttich hört sich gut an. Ja. Genau, wie ich gesagt habe, ich möchte jeden Tag mit euch, also jede Folge, mit euch über was reden. Und ja, heute habe ich mir überlegt, reden wir über die... Moment, jetzt kann man gucken. Ja, das hängt alles dran immer schon. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt vom Multiplayer. Möchte mit euch über die Virtual Reality Geschichte reden. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt. Die Oculus Rift hat angekündigt, dass sie $699 kosten wird. Und wenn dann noch Gebühren dazu kommen, also hier Post, Versand, oh Gott, ich und immer. Ja, Versand kommt noch dazu und Zoll dann höchstwahrscheinlich auch, wenn ich das richtig sehe. Und dann seid ihr locker mal auf 800 Euro. Und da war ich dann doch etwas überrascht. Denn es hieß ja immer so 350 bis 400 Euro. Und die HTC, die ja noch rauskommen soll, dieses Jahr übrigens, Ende Februar soll man sie bestellen können. Die haben noch gar nichts dazu gesagt, aber es wird gemunkelt, dass die noch teurer sein sollen. Ja, nun, klar, es ist eine neue Technik. Da steckt viel Entwicklungsarbeit drin. Ich bin da zwiegespalten. Also meiner Meinung nach sollte sowohl Oculus als auch HTC versuchen, einen günstigeren Preis anzustreben. Das hat vor allem den Hintergrund, dass ich denke, man versucht ja sein Produkt auf dem Markt zu etablieren. Und das ist ungefähr so wie soll ich sagen, der mehr Geld investiert und vielleicht etwas weniger verdient, hat meistens die Nase vorne. Ohne jetzt zu sagen, keine Ahnung, die Oculus ist besser oder die Vive von HTC ist besser oder Vive oder wie auch immer sie heißt. Es sind jetzt zwei konkurrierende Systeme, die ungefähr das gleiche leisten. Ich habe jetzt gerade eben vor der Aufnahme noch mir gerade noch mal angeguckt. Es ist ja die Computer Entertainment Expo oder so heißt sie noch, CES, Computer Entertainment Show, so heißt CES, in Las Vegas im Moment. Und ja, da sind wohl beide nochmal gezeigt worden auch. Und die Tester haben gesagt, die Oculus sitzt wohl angenehmer auf dem Gesicht. Und es ist wohl auch von der Technik her, also wenn man die Oculus auf hat, man musste früher dann per Software den Augenabstand einstellen und so weiter und so fort. Das macht man jetzt alles direkt an der Brille. Und sie ist wohl auch so konzipiert, dass wenn man sie abnimmt und wieder aufsetzt, wenn man sie einmal eingestellt hat, muss man sich nicht mehr drum kümmern. Also wenn nur einer damit spielt, alles top. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und bei der HTC ist es so, wenn man die das erste Mal aufsetzt, das war wohl auch bei einer der ersten Oculus. Ich habe noch nicht einmal die Oculus oder die HTC aufgehabt. Ich habe hier, das Einzige, was ich an Virtual Reality habe, ist so ein Google Cardboard Ding. Upsala. Und ich bin gespannt. Also, weil alle gesagt haben, warte aufs Endprodukt, habe ich mir noch nichts bestellt in der Richtung. Sonst hätte ich mir natürlich mal die Entwicklerversion vielleicht bestellt. Aber das war so auch, das liegt dann rum. Wenn du es nicht nutzen kannst, liegt es rum. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ja, auf jeden Fall, meiner Meinung nach wäre es für HTC, nachdem jetzt Oculus gesagt hat, Preis X, wäre für HTC das Richtige zu sagen, hey, Oculus ist teuer, wir machen es etwas günstiger, obwohl wir die bessere Technik haben. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, der Unterschied zum Beispiel zwischen der Oculus ist, die Oculus hat diese Sensoren vorne an der Brille.
Und da ist eine Infrarot-Sonde dabei, also so ein Ding, was halt auf diese Sensoren leuchtet. Und die, du musst sitzen, praktisch. Also, du kannst vielleicht auch stehen an einem Punkt, aber wenn du dich zu stark bewegst, kommen die Sensoren raus aus dem Sichtfeld und dann geht nichts mehr. Bei der HTC wiederum sind wohl zwei von diesen anderen Sensoren dabei und die messen den Raum aus. Und die erkennen wohl, also die Brille erkennt anhand der platzierten Sensoren den genauen Standort im Raum. Das bedeutet, 25 Quadratmeter gehen damit, glaube ich, abzustecken. Und in denen kann man sich frei bewegen mit der HTC. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Aber, genau, ich denke einfach, dass die HTC da die Nase vorne hat. Also mit der Technik. Und wenn die jetzt noch günstiger wäre wie die Oculus, dann könnte sie die Oculus auf Platz 2 verbannen. Kann sie vielleicht auch mit einem höheren Preis. Aber, also so wie ich sehe, irgendwer hat was von 850 Euro gesagt. Puh, das wird dann schon, ist dann schon eine Hausnummer. Überlegt mal, was das bedeutet. Also, ihr braucht erstmal einen Rechner ja auch, der das kann. Eine 79 reicht wohl, wenn ich es verstanden habe. Aber, ja, ihr müsst halt gucken. Also, ihr habt den Rechner daheim stehen. Der hat so 900.000 Euro gekostet, dann kommt das Ding noch dazu, dann seid ihr schon bei 2.000 Euro und es kommt ja jetzt auch noch dazu, dass Sony angekündigt hat, oder das heißt angekündigt, die ist ja auch schon weit fortgeschritten in der Entwicklung, Sony bringt für die PlayStation 4 upsala, nicht so weit rüberkommen, für die PlayStation 4 diese VR-Kamera, ich weiß gar nicht, wie die heißen soll, weiß ich jetzt nicht, kann ich euch gar nicht sagen. Und da, glaube ich, weiß gar nicht, ob da schon ein Preis feststeht, aber allein schon die Einstiegspreis, also du bist ja mit 300 Euro für eine PlayStation 4 bist du dabei. Ne? Also du musst nicht 1000 und Euro und dann nochmal 800 ausgeben. Deshalb denke ich, das wird so bei 400 und 400 bleiben. Und dann wärst du bei 800. Dann wärst du gerade mal bei dem Preis, was die HTC kostet. Und du hättest aber ein komplettes System. Ihr seht, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mir wünsche, was mir da gefällt. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Also, wie gesagt, das Einzige, was ich an Virtual Reality ausprobiert habe, war das Google Cardboard. Da gibt es ein paar richtig coole Sachen, dieses, wo du da, da kannst du im Dings mitfahren, in der Achterbahn. Oh, suchst dir aus, wo du lang willst, Junge. Kannst in der Achterbahn mitfahren. Und dann gibt es so Sachen, wo man dann Fotos 3D sehen kann, wenn sie natürlich 3D aufgenommen wurden. Brauchst du natürlich noch die Kamera dazu, die passende. Ja. Keine Ahnung. Das ist cool. Das macht Spaß. 3D-Videos gucken auf YouTube gibt es ja auch ein paar. Das ist auch ziemlich cool, aber es ist eben alles nur Spielerei. Und der Vorteil von den Brillen wird ja sein, so wie ich das verstanden habe, zumindest ist das der Ziel der Oculus dieser finalen Version, dass man fast jedes Spiel, inklusive jetzt zum Beispiel auch ETS oder CSGO oder Rainbow Six mit den Brillen spielen können soll. Also alles, was 3D-Spiele sind, also hier 3D-Shooter. Was ich mir halt zum Beispiel verrückt vorstelle, wären so Sachen wie MMOs, weil brauchst du es nicht. Aber Shooter, Simulationen etc. etc. Das könnte ganz cool werden mit den Virtual Reality Brillen. Muss noch nicht blinken, es ist noch ein ganzes Stück zu fahren. Ja, keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ich würde mir schon gerne eine kaufen, aber für den Preis ist es mir dann doch wow, extrem
zu teuer. Wo kam jetzt die Sonne her? Habt ihr das gesehen? Das war die ganze Zeit schön und jetzt auf einmal kam es umgeschaltet zu Abenddämmerung. Kann ja auch schon mal Licht anmachen. So. Ja, 800 Euro ist mir echt zu viel Geld. Zumindest im Moment. Ich warte erst mal ab, auch was die Leute sagen. Und wenn ich sie dann das erste Mal bei irgendwem auf dem Schädel hatte und ich sage, ey, das brauchst du unbedingt, dann hole ich sie mir wahrscheinlich doch. Oder ich wünsche sie mir zu Weihnachten. Mal gucken. Wobei zu Weihnachten, das ist halt auch eine richtige Hausnummer, ne? Kriegst ja nicht einfach mal 800 Euro geschenkt. Also ich, wie gesagt, ihr seht, ich bin total unentschieden. Wie es mit mir und Virtual Reality aussehen soll. Was ich auch zum Beispiel ein bisschen schade finde, so cool diese Let's Plays und alles sind, so richtig erleben könnt ihr das ja gar nicht. Also wenn, dann wäre das höchstens was für mich, also für mich persönlich. Denn die ganzen Videos, die es da auch im Internet gibt, die sind ja, die sind nicht so schön anzuschauen, weil du eben diese zwei Frames nebeneinander hast, links und rechts dasselbe. Und dann ist es manchmal gestaucht und dann siehst du noch die Kamera von dem Typ, der die Rift auf dem Schädel hat. Ich weiß nicht. Nicht so schön finde ich. Keine Ahnung. Upsala. Bin ich etwas weit rechts gekommen, kann das sein? Alter, habe ich viel Schaden genommen. Ups. Entschuldigung. Ja, wir ignorieren das jetzt einfach. Ich habe keinen Schaden genommen. Warum war das so verdammt viel Schaden? Ich muss links. Und wieder ein Unfall verursacht. Also wenn das so weitergeht. Pixel der Rowdy. Mann. Das wäre mit Virtual Reality auch passiert. 160 Kilometer sind es noch für mich. Und jetzt sind wir in Belgien. Nee. Entschuldigung, Lützebosch. What the fuck? Ja, Pixel sollte mal drauf achten, durch welche Länder er hier fährt. Unglaublich. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt hier ran. Ich weiß, es ist nicht mehr weit. Trotzdem machen wir jetzt Pause. Okay, wäre ich besser eins. Ah, vielleicht kann ich da vorne noch hin. Ja, Motorfehlfunktion. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Keine Ahnung, kann ich euch gar nicht sagen. So. Fahren wir hier ran. Und sagen. Pause. Machen wir. Und während wir hier schlafen, komme ich eine Weile zur Ruhe. Oh, um 2 Uhr geht's weiter. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Wann muss ich die denn abliefern? Hätte ich besser mal geguckt. Upsala. Ha, bin schon drüber raus. Egal. Wenn ihr sehen wollt, ob ich noch Geld dafür kriege oder nicht, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Virtual Reality Gedöns haltet. Wollt ihr es euch kaufen, wollt ihr es euch nicht kaufen? Vergesst nicht, wenn ihr ein Thema habt, über das ich reden soll, ne? Facebook hier in den Kommentaren oder Twitter Hashtag Pixel Road. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.